Hallo, ihr Querlinge! In dieser Episode von Pathfinder Wrath of the Righteous erkundet Nokori, abgeschnitten von ihren Gefährten, die hinteren Räumlichkeiten der Arena Kampfesfreud und sucht einen Ausweg aus ihrer höchst misslichen Lage. Los geht's! Ja, die Situation ist hoffnungslos, aber nicht ernst. Wir beginnen damit, dass wir mal ein bisschen Licht machen. Über der Nahyndrian-Legisten-Birne. Es ist echt dunkel, dem Stall hier. Ja, wir haben Schattenfang dabei und Naivu. Allen geht's soweit gut, das ist erfreulich. Naivu, genau. Naivu könnte ein bisschen eigene Heilung brauchen. Das wollte ich so rum nicht, aber es ist egal. Naivu hat ja eigene Heilzauber, der kann das auch selber machen, also sie. Okay. Ja, mit ihr Mann Galet zu sprechen, das bringt, glaube ich, gar nichts. Wir reden mal mit unserem zweitliebsten Tiefling. Mit Ceclex. Ceclex weicht misstrauisch einen Schritt zurück. Ich dachte, ich hätte ihr Mann Galet überzeugt, euch nicht gefangen zu nehmen. Ich habe mich wohl getäuscht. Doch er ist völlig wahnsinnig und wirft laufend seine eigenen Entscheidungen über den Haufen. Ihr solltet euren Zorn gegen ihn richten. Das entscheide schon auch ich, gegen wen ich meinen Zorn richte. Wusstet ihr, dass ich in eine Falle laufe? Ich wusste es nicht sicher, doch ich hatte einen Verdacht. Alle Mitglieder der Nahyndrian-Liga gelten als Eigentum von ihr Mann Galet. Und da Gladiatoren wertvolle Besitztümer sind, dürfen sie die Arena nicht verlassen. Die gesamte Elite der Gladiatoren von Kampfesfreud trägt diese Halsbänder. Ich hatte ihr Mann Galet jedoch dazu geraten, bei euch eine Ausnahme zu machen. Ich habe ihm gesagt, dass er euch eure Freiheit lassen sollte. Ich dachte, es wäre mir gelungen, ihn zu überzeugen. Ich habe mich wohl getäuscht. Warum werde ich gezwungen, dieses Halsband zu tragen? Alle Mitglieder der Nahyndrian-Liga tragen diese Halsbänder. Ihr könnt die Arena nicht verlassen. Und wenn ihr versucht zu fliehen, teleportiert das Halsband euch augenblicklich zurück nach Kampfesfreud. Wenn ihr versucht, ihr Mann Galet zu verletzen oder sein Eigentum zu beschädigen, während ihr das Halsband tragt, bringt es euch an einen sicheren und ruhigen Ort, an dem ihr euch beruhigen könnt. Natürlich wird euch das Halsband abgenommen, wenn ihr die Arena betretet. Das ist die einzige Gelegenheit, zu der Mitglieder der Nahyndrian-Liga gegeneinander kämpfen dürfen. Ihr Mann Galet will nicht, dass sein wertvolles Eigentum außerhalb der Arena Schaden nimmt. Doch sobald seine Kämpfer sich in der Arena befinden, gibt es keinerlei Einschränkungen mehr. Solange auf der Tribüne ein johlendes Publikum steht, können die Gladiatoren sich gegenseitig antun, was sie wollen. Aber wenn die das doch wissen, warum lassen sie denn dann beim zweiten Mal zu nach dem zweiten Arena-Sieg, dass ihnen das Halsband wieder angelegt wird? Das machen sie doch dann wohl freiwillig. Da gäbe es doch dann Mittel und Wege, wenn man Dämon ist zum Beispiel, Gelder fangen, sich aus der Arena irgendwohin zu teleportieren, wenn er das nicht mehr wollte. Das ist alles seltsam. Und die Hand der Erben ist ja auch noch da, unsichtbar und ahnungslos. Habt ihr das gehört, Meister? Es nennt er mich schon Meister. Für den Kampf nimmt man euch das Halsband ab. Sobald ihr die Arena betretet, seid ihr frei und ungefesselt. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Und Ceclex fährt fort. Viele Gladiatoren halten sich für unbesiegbar. Sie sind so von ihren Fähigkeiten überzeugt, dass sie jeden zum Kampf herausfordern würden. Bevor unsere Gladiatoren Halsbänder hatten, sind sie durch die Straßen von Alushinira gezogen und haben Prügeleien mit gefährlichen Gegnern vom Zaun gebrochen. Wir haben dadurch einige gute Kämpfer verloren. Schlimmer noch, sie haben auch untereinander gekämpft und sich vor der Arena gegenseitig verstümmelt oder getötet, ohne dass Zuschauer dabei gewesen wären. Deswegen kam ich auf die Idee, diese Halsbänder anzufertigen. Doch ihr Mann Galet hat mir meine Idee gestohlen und sich mit meinen Federn geschmückt. Ihm jetzt zu drohen ist vielleicht nicht die allerbeste Variante, denn vielleicht brauchen wir noch irgendeinen Gefallen von ihm. Also natürlich steht er auch auf Nokoris Abschussliste, aber nicht ganz oben und auch erstmal nicht offiziell. Deswegen, ich verstehe. Ich bitte erneut um Entschuldigung. Wenn ich es könnte, würde ich euch befreien. Nimm mir doch dieses Ding ab. Heute stirbt der Meister.
können wir schlafen. Ihn angreifen geht nicht, andere Dinge zu tun. Also, ja, noch nicht gegen den Meister, aber helft ihr mir zu entkommen? Natürlich. Ich habe einen Plan, wie wir euch von dem Halsband befreien und euch helfen, Gelderfang zu besiegen. Und glaubt mir, ihr werdet Hilfe brauchen. Während ihr bewusstlos wart, hat ihr Mann Galet einen Nahyndrian-Kristall aufgetrieben. Gelderfang ist schon lange besessen von dem Gedanken, einen Kristall in die Hände zu bekommen. Und nun ist sein Wunsch wahr geworden. Ein Dämon namens Mutasafen ist mit dem Kristall in Gelderfangs Kammer verschwunden und hat die Tür hinter sich verschlossen. Mutasafen, kommt auch bekannt vor, wer war denn das nochmal? Danach hallten stundenlang die Schreie des Meisters durch die Arena. Als Gelderfang wieder aus der Kammer trat, war er mit Blut bedeckt, sah aber auch stärker und mächtiger aus als je zuvor. Ihr Mann Galet ist überzeugt, dass ihr keine Chance gegen seinen Meister habt. Ich sehe das anders. Ich glaube, ihr könnt gewinnen. Ceclex senkt verschwörerisch die Stimme. Ich will ihr Mann Galet stürzen und Kampfesfreude übernehmen. Ihr Mann Galet ist miserabel in seinem Beruf und steht meinen Ambitionen im Weg. Es lässt sich nicht leugnen, dass er ein Genie ist. Niemand kann die Menge so aufputschen wie er. Doch wie er die Arena verwaltet, das geht schlechter kaum. Die Kämpfe sind zu einem blutigen Zirkus verkommen. Die Gegner sind sich niemals ebenbürtig. Das Publikum verliert das Interesse und die Leidenschaft. Ich will all das ändern. Doch es wird nicht leicht werden, ihr Mann Galet zu töten. Der aktuelle Meister, Gelderfang, beschützt ihn. Nach seiner letzten Eskapade hat ihr Mann Galet Gelderfang verboten, von seiner Seite zu weichen. Ihr Mann Galet ist also nur verwundbar, wenn der Meister gerade in der Arena kämpft. Ich möchte euch daher einen Handel anbieten. Ich werde euch helfen, Gelderfang zu eliminieren, wenn ihr mir helft, ihr Mann Galet zu stürzen. Wenn ihr meinem Vorschlag zustimmt, sorge ich dafür, dass alle eure Gefährten euch in der Arena zur Seite stehen, wenn ihr sie benötigt. Dann könnt ihr Gelderfang gemeinsam töten. Naja, angesichts der Tatsache, dass es wahrscheinlich anders gelaufen wäre, dass also Nokuri und Aivu und Schattenfang, die komische Springbaus und Tiger, gemeinsam angetreten wären gegen Gelderfang, ist das, glaube ich, ein ziemlich gutes Angebot. Ihr könnt den Titel haben und den ganzen Ruhm, der damit einhergeht. Ihr werdet zum Meister und ich übernehme die Arena. Abgemacht? Der Tiefling streckt dir die Hand entgegen und blickt dich feierlich an. Mutasafen. Ich habe... Aha. Wer war denn Mutasafen? Ihr habt Mutasafen erwähnt? Ich habe ihn vor kurzem getötet. Ihr seid nicht der Erste, der das behauptet. Die anderen lagen auch falsch. Es ist überraschend schwierig, dieses Wiesel Mutasafen zu töten. Okay, wir gehen darauf ein. Was aber auch für eine Wahl. Der Tiefling beginnt in nüchternem, sachlichem Ton zu sprechen. Der Imp nickt bei jedem Satz. Gelderfang ist natürlich ein extrem gefährlicher Gegner, doch auch er hat seine Schwachstellen. Er weiß beispielsweise nicht, dass ihr die Sukubi angeheuert habt, ihm Gesellschaft zu leisten. Nachdem ihr für ihre Dienste gezahlt habt, werden sie gewiss bereit sein, gewisse Sonderwünsche zu erfüllen. Wenn ihr Gelderfang vor dem Kampf schwächen wollt, könnt ihr sie gewiss überzeugen, euch zu helfen. Ich denke, das war alles. Versucht, diese Vorteile während des Kampfes zu nutzen. Es ist eure beste Chance, Gelderfang zu besiegen. Und während ihr um den Titel des Meisters kämpft, eliminiere ich ihr Mann Galet. Ohne seine liebste Leibwache ist er verwundbar. Dann gehört die Arena Kampfesfreud uns. Natürlich müsst ihr nicht allein gegen Gelderfang kämpfen. Eure Gefährten haben sich Sorgen gemacht, als ihr Mann Galet euch entführt hat. Ich habe sie kontaktiert und mir ihre Kooperation gesichert. Ich sorge dafür, dass sie euch in der Arena zur Seite stehen, wenn es soweit ist. Muss ich über meinen Kampf gegen den Meister etwas wissen? Der Kampf wird nicht gerecht sein. Wie ihr bereits wisst, hält ihr Mann Galet nichts von fairer Chancengleichheit. Zuerst schickt er einige schwache Kämpfer in die Arena, um dem Publikum Appetit zu machen. Dann müsst ihr gegen erfahrenere Gladiatoren antreten, also ein mehrphasiger Kampf, aber ja. Ich habe keinerlei Zweifel, dass ihr sie besiegt, doch sie könnten sich als lästig erweisen. Ihr dürft euch von ihnen nicht zu viel Kraft rauben und möglichst nicht verletzen lassen. Ihr müsst eure Kräfte sparen. Als nächstes betreten wohl einige Mitglieder der Nahyndrian-Liga die Arena. Ihr Mann Galet schickt gewiss einige seiner loyalsten Kämpfer. Ich rechne mit Azelm und Ruxa. Die beiden schert es nicht, ob ein Kampf gerecht ist. Sie interessieren sich allein für Gold und Ruhm.
Und schließlich, nach all dem, wird Gelderfang selbst in den Kampf eingreifen. Und dann ist ihr Mann Galet wehrlos. Was, wenn ich ihr Mann Galet alles sage, was ich weiß? Das würde Nekori jetzt überhaupt nicht in Erwägung ziehen, das so zu tun. Ich brauche keine Hilfe, ich werde allein mit dem Meister fertig. Okay, Kampfesfreund wird uns gehören. Zeklex nickt, sagt jedoch nichts. Er verzieht vor lauter Konzentration das Gesicht, als würde er versuchen, etwas im Kopf auszurechnen. Schließlich nickt er zufrieden. Ja, wir gehen ein Risiko ein. Doch es wird sich nichts verbessern, wenn wir es noch länger hinauszögern. Im Gegenteil, es könnte die Lage verschlimmern. Wir müssen daher sofort handeln. Ihr müsst euch auf den schwierigsten Kampf eures Lebens vorbereiten. Gelderfang ist ein wahrer Meister der Gewalt und dank des Nahydrian-Kristalls ist er nun noch stärker als je zuvor. Und hat wahrscheinlich eine zweite Phase, wie wir das von diesen legendären Dämonen aus der Elfenbein-Zuflucht kennen. So. Ja, ausruhen müssen wir nicht. Es ist ja noch alles fit. Haben wir auch nichts Schlimmes. Aber ich will mich natürlich ein bisschen umschauen hier noch, bevor wir hier gehen. Wer weiß, ob wir hier nochmal herkommen und ob hier nicht noch irgendwas Wichtiges zu entdecken ist. Ah, hier sind die Tiere. Let us be off. Azelm gibt's in dreifacher Weise. Also, Azelm als Mitglied der Hyndrian-Liga, oder jetzt ja eigentlich nicht mehr, aber das ist die Art und Weise, wie ein Hyndrian-Liga-Mitglied Gladiator hier lebt. Sitzt zwischen Stöcken und zerbrochenen Tonscherben auf dem Boden in einem Tierkäfig. Und muss sich die ganze Zeit mit dem Arm hinten abstützen. Wisst ihr, wie unbequem das ist nach 5 Minuten? Das ist ja auch nicht zu glauben. Aber sprechen wir mal mit der mittleren Variante. Azelm sitzt vor dir und sieht trotz der Tatsache, dass sie eben erst in der Arena gestorben ist, erstaunlich lebendig aus. Sie ist jedoch nicht allein. 2 andere Gestalten sitzen neben ihr. Die erste ist eine alte Frau mit faltigem Gesicht. Trotz ihres Alters verfügt sie über Reste der Anmut und Kraft der Jugend. Die zweite ist ein sehr junges Mädchen, das eben erst an der Schwelle von der Kindheit zur Jugend steht. Bei näherem Hinsehen erkennst du, dass diese Gestalten beide wie Azelm aussehen. Sie teilen sich dasselbe Gesicht. Azelm blickt zu dir auf. Sie hat hohe Wangenknochen und androgyne Gesichtszüge, die ebenso die eines Mannes wie die einer Frau sein könnten. Ihre Ohren sind teilweise unter ihren Haaren verborgen. Doch du kannst ihre eigenartige Form gerade noch ausmachen. Du erkennst, dass Azelm kein Mensch ist, auch wenn man sie aus der Ferne leicht für einen halten könnte. Die hat Hörner vorne auf der Stirn, das kann doch kein Mensch sein. Sie begrüßt dich fröhlich und scheint keinen Groll gegen dich zu hegen. Ah, da kommt ja unsere Mörderin. Wir hoffen, dass der süße Geschmack des Sieges euch gemundet hat. Die alte Frau, die wie Azelm aussieht, fügt mit strenger Stimme hinzu. Doch wir werden nicht vergessen, was ihr uns angetan habt. Es hat sehr weh getan. Ihr könnt euch glücklich schätzen, dass wir nicht rachsüchtig sind. Für gewöhnlich zumindest nicht. Wie habt ihr überlebt? Wir sind ein Feenwesen aus der ersten Welt. Ein dreifaltiges Wesen mit gemeinsamen Gedanken und Gefühlen. Wenn 2 von uns in der Arena kämpfen, beobachtet die 3. durch Magie verborgen. So bleibt immer eine von uns am Leben, selbst wenn die anderen sterben. Wenn dann der Morgen kommt, kehren wir zu unserer dreifaltigen Gestalt zurück. Naja, bei uns im Kampf hat aber nur eine gekämpft. Und Ivo, das ist äußerst hilfreich. Es muss jedoch sehr wehtun. Es ist wohl besser, gar nicht zu sterben. Dann muss man nicht wieder ins Leben zurückkehren. Also, Nokori sieht hier keinen Grund, sich irgendwie zu entschuldigen. Einerseits. Auf der anderen Seite ist das ja hier kein chaotisch böser Dämon. Ich glaube, das hatten wir ja auch im Kampf gesehen, dass Azelm was Neutrales ist, glaube ich sogar. Also, vielleicht doch eher mal sagen, ich musste die Regel der Arena befolgen. Die alte Frau antwortet übellaunig. Regeln haben damit nichts zu tun. Wir sind im Abyss, wo Regeln nur erfunden werden, um gebrochen zu werden.
Ihr habt uns getötet, weil wir eure Feinde waren, nicht weil ihr die dämlichen Regeln befolgen wolltet. Würde ich nicht so sehen. Sie ist nicht unsere Feindin. Wie fertigt ihr Kopien von euch an? Das Mädchen lächelt frech und steckt ihr die Zunge heraus. Das ist ein Geheimnis der Feenwesen. Wir sagen es euch nicht. Warum sprecht ihr von euch selbst im Plural? Die alte Frau lacht glucksend. Sie zuckt mit den Schultern und seufzt. Wir sind nicht einer und wir sind nicht drei. Wir sind eine dreifaltige Einheit. Wir sind es gewohnt, so zu sprechen. Ah, wir können sie auch dazu anstiften, Gelderfang zu schwächen. Erzählt mir etwas über euch. Wir sind Azem Donneraugen, ein Feenwesen aus der ersten Welt und eine stolze Kundschafterin der wilden Jagd. Azem hat die Aufgabe, die Beute aufzuspüren und aus dem Versteck zu treiben. Nach einer guten Jagd gab es ein Festmahl und Azem brachte dem Monarchen der Jagd immer eine Flasche Gewürzwein. Bei einem solchen Festmahl erzürnte Azem den Monarchen, weil sie zwei Flaschen Wein verwechselte. Sie brachte ihm jungen Wein, der nach Frühling duftete. Er hatte jedoch alten Wein bestellt, der nach Eiche schmeckte. Einen Wein, der den bitteren Geschmack der Reue auf der Zunge hinterlässt und die Seele zum Weinen bringt. Die alte Azem fällt ein, ihre Stimme zittert und klingt äußerst verbittert. Und der Monarch sagte, kennst du denn den Unterschied zwischen jung und alt nicht, Azem? Nein? Nun, ich werde ihn dir zeigen. Und er verbannte Azem aus der ersten Welt. Doch das Feenwesen war ihm eine gute Dienerin gewesen. Daher bekam der Monarch im letzten Augenblick Mitleid mit ihr. Um Azem zu helfen, ihre erbärmliche Dummheit zu überwinden, lehrte der Monarch sie einen ganz besonderen Zauber und befahl ihr, diesen Zauber am Morgen auf sich selbst anzuwenden. Dieser Zauber verwandelte Azem in ein dreifaltiges Wesen und half ihr, den Unterschied zwischen der lebendigen Jugend und den grauen Haaren des Alters zu verstehen. Die junge Azem unterbricht die ältere Version ihrer selbst. Und jetzt ist Azem weise geworden. Wir sind sehr weise geworden. Und es naht die Zeit, dass der Monarch uns wieder zur wilden Jagd ruft und wir wieder mit unseren Brüdern und Schwestern reiten. Wir werden trinken und lachen und niemand wird je wieder sagen, haha, Azem ist so dumm. Sie kennt nicht mal den Unterschied zwischen alt und jung. Wollt ihr mir helfen, Gelderfang in der Arena zu töten? Ihr wollt ihr Mann Galetida gehen und seinen Meister töten. Ein ehrgeiziger Plan. Und aus irgendeinem Grund habt ihr beschlossen, uns um Hilfe zu bitten. Ihr habt uns getötet. Doch das hat euch nicht davon abgehalten, uns einen Besuch abzustatten. Das ist alles höchst ungewöhnlich. Ja, ihr habt unser Interesse geweckt. Nun müsst ihr uns überzeugen. Die junge Azem lacht und klatscht begeistert in die Hände. Wir wollen mehr über diese gerissene List hören. Wie aufregend! Mit einer Belohnung ein Feenwesen zu locken, eher nicht. Wir können sie bedrohen, weil wir jetzt wissen, wie sie das machen. Wir müssten mit wahrer Blick oder dergleichen in der Arena alle drei von ihnen versuchen zu finden und auszuschalten. Aber so wie die drauf sind, probiert's nur Kori mal mit Spaß. Es wird Spaß machen, ihr Mann Galet zu hintergehen. Die junge Azem nickt zustimmend. Sie deutet auf die zwei anderen Gestalten, als würde sie sagen wollen, dass sie für sie spricht. Diese Golarianerin weiß, was Spaß bedeutet. Das klingt nach einem hervorragenden Scherz. Wir sind dabei. Okay, sie sind dabei. Azems drei Inkarnationen sehen mit einem verschlagenen Grinsen zu, wie du gehst. Tja. Sind sie jetzt dabei oder sind sie es nicht? Gute Frage. Schattenfang schnippelt mal hier ein bisschen rum. Ah ja. Das sammelt Aibu ein oder irgendwer, der es halt kann. Was bist denn du? Ach, du bist ein verschimmelter Mammut. Verschimmeltes Mammut? Verschimmelte Mammutette. Oh, hier ist ein Toter. Der Düstere, wer ist denn das? Hm.
ein schwerer, nicht identifizierbarer Schild, weil Dera nicht dabei ist. Das ist schade. Ein riesiger, dunkelhäutiger Mann, ach, das ist Trevor, sitzt in der Ecke. Sein gewaltiger Körper ist von Narben übersät. Viele seiner Verletzungen sehen aus, als hätten sie tödlich sein müssen. Doch wie durch ein Wunder ist er noch am Leben. Einige seiner Wunden sind noch frisch, doch niemand hat sie verbunden oder versucht, sie zu heilen. Die Haut des Mannes liegt in Fetzen und Blut strömt aus seinem geschundenen Körper. Er hat ganz offenkundig starke Schmerzen und es ist schwer zu glauben, dass jemand, der so schwer verwundet ist, überhaupt noch bei Bewusstsein ist. Er blickt vorsichtig zu dir auf und grunzt etwas Unverständliches. Du kannst seine Worte nicht ausmachen, doch sein Ton ist eine unmissverständliche Warnung, ihm näher zu kommen. Versteht ihr mich? In den blutunterlaufenden Augen des Mannes liegt eine Mischung aus Furcht und Zorn. Vielleicht versteht er dich nicht. Vielleicht will er sich einfach nicht unterhalten. Wer seid ihr? Der Gladiator faucht dich an. Er sieht angespannt aus, jederzeit bereit aufzuspringen. Ganz offenkundig hat er kein Interesse an einem Gespräch. Ein tiefes, wildes Knurren steigt in seiner Kehle auf. Der Düstere. Ja, jetzt hat auch Nokori verstanden, wer er ist. Trevor? Ihr seid Trevor Vanek, Soziels Bruder? Der Gladiator erstarrt. Er blickt dich mit zitternden Lippen an. Es scheint, als würde er sprechen wollen, doch seiner ausgetrockneten Kehle entweicht nur ein trockenes, rasselndes Krächzen. Schließlich nickt er und presst heiser heraus. Soziel, ja, er ist mein Bruder. Nach einer Pause berührt der Gladiator deine Hand mit seinen rauen, deformierten Fingern, als würde er versuchen, dich mit einem Händeschütteln zu begrüßen, sich aber nicht genau daran erinnern, wie das geht. Seid ihr eine Freundin von ihm? Dann auch von mir. Seinen Helm und sein Schwert untersuchen? Der Gladiator bewegt sich mit überraschender Geschwindigkeit. Als du nach den Gegenständen greifst, reißt er sie fort. Seine Stimme ist ein raues Flüstern. Meins verschwindet. Aha. Wir können ihn nicht mal heilen. Geht das? Es geht effektmäßig, aber mechanisch scheint es nichts auszulösen. Nee, schade. Na gut, Soziel muss mit ihm sprechen. Und dazu müssen wir erstmal irgendwie ihr Mann Galet ausmanövrieren, denn ich glaube, Zeklex gäbe uns womöglich die Chance, hier Dinge zu tun. Und ein erfolgreicher Wahrnehmungswurf bringt mich zum nächsten Geifercheck. Alarm, Schwierigkeitsgrad 30. Da in der Arena, obenrum. Aibo schnüffelt mal neugierig. Schutz vor Bösem. Nur ein bisschen Tant. So, Nokori. Was ist hier? Nahrung. Ja, das ist hier eine der... Nee, gar nicht wahr. Das ist die Tür... Doch, das ist eine der Türen, wo so ein Rinderbraten davor Wache steht. Auf der anderen Seite, dann ist hier wohl nichts weiter. Ich bin immer noch nicht überzeugt davon, dass wir wirklich Sam auf unsere Seite gezogen haben, aber wer weiß. Jetzt offenbar nicht weiter. Das nehme ich mit. Naja, da ist der Heiler. Mal gucken, was der zu erzählen hat. Nichts Neues. Und ich möchte mit ihm auch nicht
in einem Behandlungszimmer alleine. Fünf Eier. was ist das? Oh! Muxa. Eine riesige, geschuppte Dämonin begrüßt dich mit zornigem Gebrüll. Sie wirbelt ihre Waffe mit geübter Leichtigkeit in deine Richtung, bis die Klinge einen Zentimeter vor deiner Brust zum Stillstand kommt. Golarianerin, neues Blut. Ihr seid erst seit kurzem Mitglied der Liga und habt doch schon die Gelegenheit erhalten, gegen Gelderfang zu kämpfen. Ich kämpfe seit über einem Jahr in der Arena, doch ihr Mann Galet beschützt seinen Meister vor mir. Erbärmliche Feiglinge, alle beide. Na, die können wir vielleicht auch auf unsere Seite bringen. Wer seid ihr? Die Dämonin wirft ihre Waffe wirbelnd in die Luft. Die Klinge verfehlt dein Gesicht nur um Haaresbreite. Das wisst ihr gewiss bereits. Ich bin Ruxa, die zukünftige Meisterin von Kampfesfreud. Wir Wawakia sind die stärksten aller Spezies und selbst unter meinesgleichen gelte ich als die Beste und Stärkste. Die Macht, die in mir brüllt, war ein Geschenk von Lamashtu höchst selbst. Sie hat mir die Kraft gegeben, das gesamte Universum zu erobern. Aha. Was kann dieser aufgeblasene Schwächling Gelderfang mir schon anhaben? Ich werde ihn mit einer Hand beim Hals packen und mit der anderen an den Flügeln. Und dann werde ich ihn in Stücke reißen. Ja, sie hat Ziele im Leben. Finde ich gut. Verehrt ihr Lamashtu? Die Dämonin antwortet mit einem stolzen Brüllen. Ja, Lamashtu hat die Wawakia erschaffen, um zu herrschen und zu erobern. Sie gibt uns Kraft, Stärke und Überlegenheit über alle anderen. Wir sind Eroberer, Lamashtus wahre Erstgeborene. Alle Wawakia müssen sie verehren. Lamashtu ist ja eigentlich eine Göttin und sie gilt als Dämonin. Kann das sein, dass sie dann direkt Lamashtu geboren ist? Ja, wir versuchen es mal. Wir werden bald gegeneinander kämpfen müssen. Ich schlage vor, dass wir uns zusammentun und Gelderfang töten. Warum sollte ich ein Bündnis mit euch eingehen wollen, neues Blut? Trotz ihrer Arroganz weißt du, dass du ihre Aufmerksamkeit hast. Sie beobachtet dich genau, offenbar sehr interessiert daran, was du zu sagen hast. Naja, also Arena-Meister zu werden, ist jetzt nicht Nokuris oberste Priorität. Ihr gegenüber Schwäche zuzugeben, ist vielleicht nicht die beste Idee. Weil man ja, also vor allen Dingen der Satz, doch gemeinsam kann es uns gelingen. Dieser Satz, dieser Nachsatz, der beleidigt sie ja, weil sie ja der Meinung ist, sie schafft das auch alleine und braucht keine Hilfe. Also, ob so geskriptet ist, weiß ich nicht, aber rein rollenspielerisch würde ich mir diesen Satz jetzt hier verkneifen. Deswegen ist Option 2 nicht passend. Ihren Hass auf ihr Mann Galet zu schüren. Ah, es ist vielleicht das Beste. Ich nehme Option 3. Mal gucken, ob es klappt. Ihr Mann Galet wird den Kampf manipulieren. Er wird nicht zulassen, dass ihr seinen Meister besiegt. Ja. Ihr Mann Galet ist klug und listig, doch er ist auch ein Feigling. Er lässt nicht zu, dass ich sein Lieblingsspielzeug in einem Duell zerstöre. Schön. Ich werde euch nicht in der Arena töten. Ich warte, bis Gelderfang auftaucht, um gegen euch zu kämpfen, und reiße ihn dann in Stücke. Vielleicht lasse ich euch sogar leben, wenn ich mit ihm fertig bin. Wenn ihr im Staub rutscht und um Gnade winselt, verschone ich euch vielleicht. Das sehen wir dann, wenn Gelderfang liegt. Dann überlegen wir, wie dann die Situation ist, ne? Das ist okay.
So, währenddessen hat Aivo, die immer gut aufgepasst hat, was Wolf so treibt, hier mal stibitzt. Langspeer ist nicht identifizierbar. Mhm. Sag mal, Wawakia, wie kommst du eigentlich durch diese Tür? Teleportieren ist verboten. Angeblich. Das sind so Fragen, die ich mir stelle. Ah ja, die Sukubunden hier, richtig. Oh, da ist Geld auffangen. Ich muss mal mit den Sukubi sprechen, ohne mit Geld auffangen. Okay, also in Gelderfangsputze gucken wir zuletzt. Gucken wir erstmal, ob wir noch irgendjemanden finden, weil Gelderfang, der wird uns natürlich voll sülzen. Mit irgendwas, was ich nicht hören will. Hier geht's nicht weiter. Das ist die andere Seite. Verstehe. Wir haben in Gelderfangs Zimmerchen noch ein paar Dinge. Ansonsten nirgendwo mehr. Na dann sagen wir mal Hallo. Wir kosten auch mal von seinem Wein. Wir können nur mit... Ah, nee, wir können mit ihr auch sprechen. Eigentlich wollen wir mit ihm ja gar nicht sprechen. Wir sprechen eigentlich mit ihr. Der Succubus, den du auf Zeklecks Geheiß hin angeheuert hast, erkennt dich augenblicklich und winkt dir begeistert zu. Ihr habt wirklich alle Register gezogen. Doch sagt, strebt ihr danach, Gelderfang zu töten? Das würde bedeuten, dass ihr Hintergedanken hattet, als ihr uns angeheuert habt. Hattet ihr etwas Bestimmtes vor? Was sollen wir tun? Der Succubus senkt verschwörerisch die Stimme und blinkt kurz zu seinen Gefährten. Du folgst ihrem Blick und bemerkst, dass sie alle damit beschäftigt sind, die Aufmerksamkeit des Meisters von eurer Unterhaltung abzulenken. Das sind echte Profis. Wie geht es dem Meister? Hat Gelderfang Spaß? Der Succubus zwinkert dir zu und senkt die Stimme. Er ist vollkommen verzaubert. Er glaubt, unser Besuch sei ein Geschenk von einem anonymen Bewunderer. Wärt ihr nicht in Kampfesfreude, wäre er vollkommen glücklich. Doch offenbar hat eure Ankunft Gelderfang ein wenig übellaunig gemacht. Natürlich gibt er vor, dass alles in Ordnung sei, doch er hält euch offensichtlich für eine Bedrohung. Gelderfang hatte schon seit sehr langer Zeit vor niemandem mehr Angst. Er findet euch daher höchst beunruhigend. Aha, ich habe einen Auftrag für euch. Der Succubus tauscht einen Blick mit seinen Gefährten aus. Nun, natürlich. Dafür habt ihr uns schließlich angeheuert. Ihr habt für unsere Dienste bezahlt und wir sind bereit, unsere Arbeit zu tun. An was hattet ihr gedacht? Sagt einfach Bescheid, dann machen wir diesem gierigen Meister das Leben zur Hölle. Die sind mir fast sympathisch. Ach, ihn zu töten ist Quatsch. Mit seinem Getränk mit Gift versetzen. Allerdings sind viele Dämonen giftimmun, da müssen wir dran denken. Das hier, also ausgelaugt, kann auch ein Dämon sein, glaube ich. Also, ich würde Option 3 bevorzugen. Das ist auch das, was am wenigsten auffällt, weil sie sind ja genau dafür da. Verführt ihn vor dem Kampf. Erschöpft ihn mit euren Spielen der Leidenschaft und der Vergnügung, bis er vollkommen ausgelaugt ist. Der Succubus lächelt dich mit perfekten, perlweißen Zähnen an. Ihr wisst, wonach ihr fragen müsst. Er ist ein Inkubus und hat enorme Ausdauer. Niemand ist im Bett unermüdlicher als er. Tja, niemand außer einem Succubus. Also schön, wir werden eine ganz besondere Nacht für den Meister arrangieren. Und wenn wir mit ihm fertig sind, wird euer Gelderfang nicht einmal mehr einem Quasit eine verpassen können. Das ist eine gewagte Aussage, aber gut. Du hast die Chance, dich zu beweisen. Passt gut auf euch auf, Fremde. Wenn ihr den Kampf gegen den Meister überlebt, kommt uns im Bordell besuchen.
Wir schenken euch eine unvergessliche Nacht. Schließlich soll Gelderfang nicht als einziger Spaß haben. Oh ja, aber ich glaube, die sind alle drei nicht so nur Corys Typ. Gelderfang scheint, soll angeblich benebelt sein. Mal gucken, ob das stimmt. Gelderfang grüßt dich mit einem herablassenden Grinsen. Er blickt dich überheblich an und spannt seinen Körper an, sodass du seine gestählten Bauchmuskeln unter seiner glatten, makellosen Haut sehen kannst. Seine Zähne wurden ordentlich abgefeilt und seine teilnahmslosen Augen verbergen eine kalte Wut, die sich jeden Augenblick zu einem heißen, flammenden Zorn entfachen kann. Du hast das Gefühl, dass nicht viel fehlt, bis er völlig ausrastet. Ah, ihr müsst mein nächstes Opfer sein. Ihr seid also die kleine Golarianerin, die mir den Titel des Meisters von Kampfesfreud abspenstig machen will? Gelderfang tut, als würde er dich nicht erkennen. Er mustert dich von Kopf bis Fuß und fixiert dich dann mit einem gelangweilten, trägen Blick. Wieder eine primitive Golarianerin. Ihr seid nichts Besonderes. Wie enttäuschend. Blöffen, 38. Oh, da muss man eine 10 würfeln, das wird uns nicht gelingen. Ihn ärgern. Aber was soll es bringen? Es geht sowieso in die Hose. Wir fragen ihn mal ein bisschen. Warum kämpft ihr in der Arena? Weil es Spaß macht. Wo sonst kann ich meine Leidenschaft entfesseln? Meinen wilden und sinnlichen Geist? Wenn ich nicht kämpfe, fühle ich einen schrecklichen, quälenden Schmerz in meinen Knochen. Ohne Ventil wird meine Macht sauer und schal wie ein ranziger Eintopf. Und das Einzige, was mich von dieser Stagnation reinigen kann, ist ein Opfer zu finden und es zu quälen, bis es jault. Seine Schmerzensschreie und seine Erniedrigung spülen über mich hinweg und stellen meine Macht wieder vollständig her. Erst dann werde ich wieder ich selbst. Gelderfang, der Unbesiegbare, der wahre Herrscher über Kampfesfreud. Und der Ivo. Ich habe kein Wort verstanden, aber es klang unglaublich dumm. Wir werden bald gegeneinander kämpfen. Ihr habt doch keine Angst, oder? Der Dämon lächelt verächtlich. Wenn ihr euch zu einem opulenten Mahl an den Tisch setzt, habt ihr dann Angst? Wenn ein Succubus euch verführt, habt ihr dann Angst? Ich freue mich auf unseren Kampf und das solltet ihr ebenso tun. Ich werde äußerst delikat sein. Ich werde meine Finger in eure Haut gleiten lassen und die Spitze eines Nervenstrangs herausziehen. Und dann werde ich ihn langsam aus eurem Körper ziehen, wie ein Fischer, der die Leine einholt. Ich werde erst aufhören, wenn ich jede einzelne Nervenfaser aus eurem Körper gezogen habe. Zuerst werdet ihr vor Schmerz und Entsetzen jaulen. Dann werdet ihr mich anflehen, eure Nerven schneller herauszuziehen, damit ihr den Schmerz nicht mehr spürt. Vertraut mir, es wird eine unvergessliche Erfahrung werden. Du scheinst ja sehr chirurgische Hände zu haben. Nokori antwortet, ich habe auf Golarion unzählige eurer Art getötet. Und Gelderfang. Oh, stimmt. Davon habe ich gehört. Eine regelrechte Dämonenausrotterin. Angeblich besitzt ihr wundersame Kräfte oder so etwas. Ihr glaubt aber doch nicht wirklich, dass man eure Feinde auf Golarion mit einem Dämon wie mir vergleichen kann. Selbst meine Rivalen sind mächtiger als die jämmerlichen Würmer, die ihr in eurer Welt besiegt habt. Tut mir leid, aber eure besonderen Kräfte reichen nicht aus, um mich zu beeindrucken. Was für ein Kristall hat ihr Mann Galet euch gegeben? Der Ungemus streckt sich und grinst dich an. Das ist nicht eure Sache, Sterbliche. Zerbrecht euch über solche Dinge nicht den Kopf. Ich brauche keinen Kristall, um euch zu besiegen. Und wenn nicht ich den Kristall hätte, sondern ihr, würdet ihr dennoch verlieren. Na gut. Wir versuchen uns mit einem Bluff. Ihr habt es nicht verdient, der Meister zu sein. Ihr seid ein erbärmlicher Prahlhans. Und es ist eine Unverschämtheit, dass ich gegen einen solch unwürdigen Gegner kämpfen muss. Bumm, gescheitert. Das war so klar. 10 Würfeln ist nicht möglich. Das ist eine 5. Der Inkubus lächelt dich träge an. Wie primitiv.
Wollt ihr mich wütend machen? Wollt ihr, dass ich die Kontrolle verliere? Da müsst ihr euch schon mehr anstrengen. Ja, was heißt ich mich? Der Würfel muss sich anstrengen. Nun gut. Schlossnacken, das kriegt keiner von uns hin. Müssen wir dann darauf warten, dass wir mit Voljev oder mit Arushale hier sind. Also da ist dieser Schrank, genau, und mehr haben wir hier nicht zu entdecken. Ja, bis auf das Blöffen, was vielleicht noch was gebracht hätte, haben wir ja alles getan. Na gut, eine Sache hätte vielleicht auch noch was gebracht. Nämlich die Gladiatoren, die wir auf dem Fleischmarkt kaufen sollten. Für Zeglex, das war ja die erste Bitte, die haben wir ja ausgeschlagen. Das hätte jetzt vielleicht auch nochmal was gebracht, weil man die vielleicht auch irgendwie, keine Ahnung, dazu hätte bringen können, hier nicht gegen uns zu kämpfen. Aber die waren Level 9, die waren ja weg, bevor irgendwie jeder im Kampf dran war. Was ist denn hier in diesem Ding verendet? Hä? Follow me. Was ist das für eine Grütze hier, diesem Käfig? Sieht aus wie ein Haufen Knochen und Gedärm. Lecker. Ihr Mann Galet hat einfach keinen Stil. Das muss man echt sagen. Okay, gut. Ja. Damit, denke ich, sollten wir diese Episode beschließen, denn ich werde jetzt nach 40 Minuten ungefähr nicht mehr anfangen, hier diesen Kampf zu triggern. Das ist ein mehrphasiger Kampf. Erst gegen mehrere Gegner und am Ende zweimal gegen Gelderfang, weil der ist ja, der hat ja diese Legendenkräfte. Meiner Ansicht nach wird er auch, nachdem er tot ist, nochmal wiederkommen. In geschwächterer Form, aber was will das bei ihm schon heißen? Und diesen Kampf gebe ich mir deswegen erst in einer frischen Episode und zwar genauer gesagt dem nächsten Teil. Bis dahin!